Wir sind zu Besuch auf einer Biogasanlage in Norditalien. Von außen scheint alles in Ordnung zu sein. Was man nicht sieht, zwei Rührwerke haben sich von ihrer Führungsschiene gelöst und liegen am Grund des Fermenters. Für die Bergung der Geräte hat der Anlagenbetreiber ein Industrietaucherteam von der Firma Hölzl aus Bayern angefordert. Wir haben diesen außergewöhnlichen Einsatz mit der Kamera begleitet. Da liegt es ja hier irgendwo in dem Bereich. Zunächst machen sich die drei Männer mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut. Wo genau liegen die Rührwerke? An welcher Stelle kann man in den Behälter einsteigen? Und welche Temperatur herrscht im Inneren? Dann muss Markus Diedrich, der Chef der Truppe, eine Gefährdungsbeurteilung ausfüllen. So schreibt es der Gesetzgeber vor. So, wir haben den 26.02. Das quittiere ich nochmal mit meiner Unterschrift und dem Datum, dass ich diese Liste durchgearbeitet habe. Das Wasser legt der Kollege gerade und die Leiter. Dann öffnen wir da oben die Luke und dann geht's los. Der Heavy-Duty-Tauchanzug besteht aus chemiefestem Gummi. Er wird später mit Luft befüllt, damit im Fall einer Beschädigung keine Flüssigkeit eindringen kann. Weißt du? Über diese Öffnung wird der Taucher in den Gärbehälter einsteigen. Gut, hier. Ja. Sichern, Seil und machen wir hier hinten um die Achse mit rum. Ein spezielles Messgerät warnt die Arbeiter vor eventuell austretenden Schadgasen. Für den Taucher ist das weniger relevant, denn in seinem Anzug wird er von einem Kompressor mit Luft versorgt. Dann bis später. Die komplette Ausrüstung wiegt 65 Kilogramm. Davon macht allein der Helm 17 Kilogramm aus. Das klingt nach Schwerstarbeit. Noch dazu, weil im Fermenter Temperaturen von bis zu 48 Grad Celsius herrschen. Eine tragbare Pressluftflasche stellt die Luftversorgung sicher, falls die Leitung zum Kompressor beschädigt werden sollte. Von jetzt an arbeitet der Taucher in völliger Dunkelheit. Er kann sich nur mehr tastend vorwärts bewegen. Über die weiße Leitung wird die Tiefe gemessen. Die beiden roten Kabel sorgen für Beleuchtung und stellen die Kommunikation her. An der Gegensprechanlage können wir das Geschehen mitverfolgen. Ihr müsstet mir mal Lose geben hier. Ist Lose. Ach so, gut. Ohne Sicht muss der Taucher jetzt die beiden Rührwerke finden und sichern. Orientieren kann er sich nur an den Bauplänen der Anlage, die er zuvor studiert hat. Dann erreicht uns die erfreuliche Meldung. So, ich hab sie beide. Sehr schön. Hast du schon gefunden? Er hängt gerade ein. An der gegenüberliegenden Seite hat ein Autokran Stellung bezogen, der die Rührwerke aus dem Fermenter hebt. Zentimeterarbeit für die Monteure und den Kranfahrer. Nach gut 20 Minuten ist der Job erledigt. Beide Rührwerke konnten planmäßig geborgen werden. Der Taucher macht sich jetzt auf den Rückweg. Über die Sprechanlage bekommen wir mit, wie anstrengend dieser Job ist. Die sollen ruhig auf dem Video sehen, dass es so anstrengend ist, wenn man hier in so eine Pampe geht. Ja, die sind schon dabei, Markus. Aufatmen im Team, als der Taucher endlich wieder an die Oberfläche kommt. Mit einem Wasserschlauch spülen seine Kollegen groben Schmutz ab, damit er den Helm abnehmen kann. Schon die Hitze müsste raus. Markus Diedrich ist sichtlich erschöpft. Die hohe Temperatur,
die schwere Ausrüstung und die körperliche Arbeit haben seinem Kreislauf ordentlich zugesetzt. Spätestens jetzt wird deutlich, dass dieser Job nichts für jedermann ist. 45 Grad sind von vornherein 8 Grad über der eigenen Körpertemperatur. Ja, das heißt, es wird warm. Von Haus aus. Das ist wie hohes Fieber. So kann man sich das vorstellen. Man arbeitet bei hohem Fieber. Der einzige Unterschied ist, wenn wir rauskommen, ist alles gut. Nachher was trinken und dann wird die Welt schon wieder. Ja klar, man wird natürlich dann müde, das ist ganz klar. Er hat jetzt nicht nur unter Druck auch Stickstoff mit der Pressluft eingeatmet. Man hat, oder ich habe jetzt auch ja, in extremen Temperaturen, in einem extremen Arbeitsumfeld hart gearbeitet. Und das wird nachher den Abend bzw. das Schlafen doch arg nach vorne rücken. Und wie kommt man mit der Dunkelheit zurecht? Ja, also es ist schon förderlich, wenn man diesen Lehrberuf grundsätzlich erlernt. Natürlich auch vom Team, auch vielleicht erstmal in klare und dann in trübe Gewässer geschickt wird, wo man also, wenn man wenigstens 10 cm gucken kann, wo man eine Lampe vielleicht noch mitnehmen kann, wo das Sinn macht, sage ich mal, einfach nur, dass man hell, man muss ja nicht unbedingt den Gegenstand unten sehen, sondern einfach nur hell im Gesicht. Und das ist ein psychologisches Trainingsmittel. Und arbeitet sich da dann Stück für Stück an diese Temperaturen, an die Sichtverhältnisse, aber auch an die Dunkelheit ran. Ich sage es immer so gerne, ein Blinder muss auch zur Rande kommen. Er kann eine Krankheit haben, einen Autounfall, verliert das Augenlicht, von heute auf morgen blind. Und er muss sich zur Rande finden, egal ob der Panik hat oder nicht. Das interessiert dann keinen. Und da haben wir natürlich den Vorteil, wir können, wenn der Helm abgeht und wir draußen sind, sehen wir wieder. Und führen ein völlig normales Leben mit Familie und ja, abends auch mal ein Bier trinken. Während die drei Männer ihre Ausrüstung zusammenpacken, wird die Biogasanlage schon wieder gefüttert. Der Betreiber ist zufrieden. Ohne den Einsatz der Taucher hätte er zur Bergung der Rührwerke den Fermenter entleeren müssen. Das hätte viele Stunden Arbeit und hohe Energiekosten mit sich gebracht. Ganz zu schweigen vom entgangenen Erlös. Denn es dauert mehrere Wochen, bis die Biogasanlage nach einem Neustart wieder ihre volle Leistung erreicht. Eine ausführliche Reportage mit weiteren Informationen zum Einsatz der Gülletaucher finden Sie in der Ausgabe 8/2013 des Fortschrittlichen Landwirts.